Wir kommen jetzt zu den Top 3 Stabilitätsübungen. Die Übung kennt ihr wahrscheinlich auch aus dem Sportunterricht, Schulunterricht oder aus dem Sportverein. Der Klassiker, der Unterarmstütz. Von vielen gehasst, trotzdem finde ich immer noch einer der besten Übungen, die man zu Hause einfach nachmachen kann und die viele Vorteile bringt. Man muss sie aber machen. Ja? Darum auch nochmal, warum machen wir das Ganze? Ich will, dass du eine stabile Körpermitte hast, um quasi diese Bewegungsform wunderbar auch umzusetzen. Also sprich eine bessere Rotation, bessere Gewichtsverlagerung und auch besser die Kraft gegen den Boden zu bringen, sprich den Vertikaltyp. Und dazu brauchen wir, das ist auch der gemeinsame Nenner aller Bewegungsformen, eine stabile Körpermitte. Deswegen umso wichtiger hier diese Top 3 Stabilitätsübungen, also nochmal noch besser aufpassen und vor allem diese Übungen immer ausführen und dann bist du völlig gut auftrainiert. Wir gehen in die Position rein, habt ihr sicher auch schon gemacht. Wichtig ist hier, der Ellenbogen ist unterhalb der Schulter, dann geht ihr in diese Stützposition rein. Wichtig ist, das sieht man ganz oft, die Hohlkreuzposition, Gesäß aktivieren, Bauch aktivieren, eher den Bereich im unteren Rücken eher ein bisschen runden, Wirbelsäule schön in einer Linie und dann haltet ihr diese Position. Da ganz, ganz wichtig auch, dass ihr auch über der Zeit, wenn ihr merkt, ihr zittert ein bisschen, immer wieder dran denken, wie liegt mein Unterrücken eigentlich im Raum. Ja, ich will ihn immer schön gerade machen, beziehungsweise eher hier ein bisschen rund. Und dann haltet es über die Zeit. Könnt auch hier wieder entweder Fuß anheben, Arm anheben und die Position erleichtern oder verschweren, ja, oder erschweren. Du wirst die Übung natürlich auch gleich mal ausprobieren, denke ich. Und da siehst du ja auch, wie viel geht. Ja. Generell als Ziel sollte schon sein, 2-3 Minuten den Unterarmstütz in der Grundposition zu halten. Und wenn das gegeben ist, kann man das gerne erschweren und dann noch einen höheren Trainingsreiz setzen. Finde deine Intensität, schau, was geht. Ziel sollte 2-3 Minuten sein. Und hier gebe ich jetzt quasi keine klassische Zeitvorgabe. All out, ja, alles was geht, bis du merkst, du kannst die Spannung nicht mehr halten. Absetzen, das Ganze 2-3 Mal machen und hast einen wunderbaren Trainingsreiz. Wir kommen zur zweiten Übung. Du brauchst dazu entweder ein Theraband oder irgendwas auch wieder hier Gummiartiges, das dir quasi den Widerstand gibt. Die Ansprechposition wiederfinden, golferische Ansprechposition von einem Eisen. Du rückst ein bisschen raus, ja, aus der Spannung. Also erhöhst die Spannung auf das Gummiseil, hältst diese zentrierte Position. Das Gummiseil zieht dich in dem Fall nach rechts, von mir aus gesehen. Und genau diese Gegenspannung sollst du halten. Du streckst die Arme und beugst sie wieder an und hältst die Gegenspannung im Bauch. Ja, deswegen fällt es mir auch gerade schwer zu atmen, weil auch hier wieder das Gummi dich nach rechts ziehen wird und du gegenhältst. Ja. Eine super Übung, um das auch zu erlernen in der Ansprechposition und auch für einen Schwung, die Kontrolle über die Körpermitte nicht zu verlieren und halten zu können. Zur Wiederholungszahl. Schön 10 Wiederholungen, schön kontrolliert. Atmen nicht vergessen, kurze Pause, 3 Durchgänge und dann hast du wunderbar was getan für deine Körpermitte. Wir beide machen jetzt die letzte der Top 3 Stabilitätsübungen. Die wird wieder am Boden stattfinden. Dazu gehst du in die folgende Position herein, drückst die Knie nach oben, die Knie sind in der Luft, Rücken bleibt gerade und jetzt spürst du in dieser Position schon direkt den Bauch. Genau das will ich haben. Ist ja auch eine Stabilitätsübung. Dann löst du ein Bein, ziehst es zur Brust und danach gehst du in die Streckung, aktivierst schön das Gesäß, wieder ran und streckst es nach hinten oben. Sprich,
Du ziehst erst das Knie zur Brust, ja, dadurch rollst du quasi deinen Bauch von unten her ein, hältst die Spannung, Wirbelsäule bleibt relativ gerade und dann machst du die Gegenbewegung, streckst das Bein, Gesäß ist aktiv. Sprich, Wirbelsäule ist immer schön gerade und stabilisiert, das ist die Stabilitätsaufgabe und du hast eine Bewegung der unteren Extremität. Also Beine bewegen sich, Bauch macht die Stabilitätsarbeit. Genau das will ich haben. Auch hier wieder, du machst 10 Wiederholungen pro Seite, kannst dich auch mal rantasten, das ist eine sehr, sehr fortgeschrittene Übung. Schau einfach, was geht. Das Wichtigste ist die stabilisierte Wirbelsäule. 10 machen, dann die Seite wechseln. Insgesamt 3 Durchgänge, natürlich mit aktiver Pause dazwischen. Und dann hast du da auch nochmal einen guten Reiz gesetzt in der Aktivierung der Bauchmuskulatur, während sich die Extremitäten bewegen, was ja auch beim Golfschwung der Fall ist. Wenn dir das Ganze gefallen hat, darfst du gerne die Seite Golfstunde besuchen. Da habe ich einen Online-Longdrive-Kurs für dich hochgeladen. Da gibt es massenweise Theoriewissen, Biomechanik, was machen die Longdriver anders. Du kriegst spezifische Übungen an die Hand, einen spezifischen Trainingsplan zum Download. Da ist das Wissen schön kompakt zusammengefasst auf Online-Basis. Wenn du mich persönlich kennenlernen willst, mich einfach gerne per Mail oder über meine Homepage kontaktieren und dann können wir gerne Kontakt treten und da noch weiter an deiner Fitness und Verbesserung der Schlagweite arbeiten.